Moin Freunde gepflegter Rockmusik, herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Schön, dass ihr wieder da seid. Könnt auch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da lassen. Freuen wir uns drüber. Heute habe ich mal ein bisschen moderneres Album rausgesucht aus dem Melodic Rock AOR Bereich, das mir aber sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat. 2017 kam es raus und Jim Patrick, Survivor. Warum habe ich eigentlich noch kein Survivor-Album hier vorgestellt? Keine Ahnung. Kommt noch. Hat er sich da ein paar Musiker gesucht und so ein paar Songs, die er noch aus der Schublade rausgeholt, die er unbedingt mal toll vertonen wollte. Dazu hat er sich einen super Sänger mit Mark Scherer geholt und vor allem, was die Gitarrenarbeit angeht, Jennifer Batten dazu geholt. Das Ganze läuft auch unter dem Namen Scherer Batten. Battlezone heißt das Album von 2017. Ist noch zu kriegen, ganz nebenbei. Wir haben hier 11 absolute typische Jim Patrick Songs. Melodic Rock AOR at its best, at its finest. Mal ein bisschen kräftiger, mal ein bisschen ruhiger. Und wir haben halt diese fantastische Gitarre von Jennifer Batten da drin. Das macht furchtbar viel Freude, finde ich. Also, sie ist ja bekannt für ihre Arbeit mit Michael Jackson, Jeff Beck. Über Jim Patrick muss man nicht so viel sagen. Und der Letztere hat auch die Produktion des Albums übernommen. Und wie gesagt, die Songs sind fast alle von ihm. Jennifer Batten und Mark Scherer haben auch an einigen Songs mitgeschrieben. An einem war noch John Wetton beteiligt, an einem Song war damals Sammy Hagar beteiligt. Wie gesagt, das sind so Sachen, die bei ihm in der Schublade lagen und dann einfach mal raus mussten. Und ich finde es immer schlimm, wenn Leute so gute Sachen in die Schublade packen. Das zeigt allerdings auch, wie gut die Sachen sind, die sie sonst schon veröffentlicht haben. Wie üblich bei Jim Patrick, die Produktion ist absolut on top. Da ist jedes Instrument zu orten, der Dynamikumfang ist unglaublich hoch dieses Albums. Damit kann man wunderbar laut Rockmusik hören. Und das sollte man, glaube ich, auch einfach mal tun. Ich weiß nicht, ob es davon mal einen Nachfolger oder so geben wird. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Es hat einfach zu sehr Projektcharakter. Toll wär's. Denn wenn Jennifer Batten Rockmusik spielt, finde ich, ist sie immer noch am besten. Das macht richtig, richtig Spaß und sieht man mal, wie fit die ist und das ist, mir macht es immer wieder Freude. Und das wollte ich euch schlichtweg nicht vorenthalten. Und deswegen, ich verlinke euch, was ich hier zu diesem Album bei YouTube finde, sodass ihr mal reinhören könnt. Es ist ein Ohr mal zwischendurch wert, wie ich finde. Wer auf Melodic, Rock, Hard Rock, AOR irgendwo dazwischen steht, wird mit diesem Album echt Freude haben, denke ich. Wer es hat, ruhig mal wieder rausholen, ruhig mal wieder auflegen. Es ist tatsächlich schon 5 Jahre alt. Mir fiel mal wieder auf, wie selten ich es gehört habe. Schön, dass ich zwischendurch aufgrund dieses Kanals dazu komme, mal wieder ein paar Platten näher zu hören. Ups. Und in diesem Sinne, schönen Tag wünsche ich euch. Ich danke fürs Zuschauen. Und hört mal rein, Scherer Batten und Jim Patrick. Battlezone. Rock on!